Da war er schon besoffen. Er fährt, denkt hier nichts. Ne? Und da war's jetzt. Und da ist der Unfall passiert. Und da kippt das Auto noch runter. Oh, und zack. Und da stirbt er. So, wir machen das jetzt nochmal von neu. Wir machen das jetzt nochmal von neu. Oh, ja. Oh. Genau, so. Jetzt fahren wir. Warum hat es wieder keine Musik? Ja. So, jetzt fahren wir. Jetzt haben wir besser. So, jetzt haben wir das perfekte Auto. So. So, jetzt fahren wir, okay? Ich steig ein, fährt los. Da hat schon. Oh, und da hat es eingeschlagen. Aber es geht noch besser, das kann man noch besser. Das brauchen wir schnelleren. Wir nehmen an von dem. So, jetzt fahren wir los. Wir sehen es jetzt nur von innen nochmal. Da kracht's. Nochmal fahren wir nochmal weiter runter.
Ja, ich hatte eine Schaden. Ja, ich suche mal neuen Bank. Nehmen wir das erstmal hin. Vielleicht war er auf der Flucht von der Polizei. Also ist sicher ausgestiegen. Hey du, bleib stehen, hat er gesagt. Hat er niedergeschlagen. Die Polizei kommt, er denkt jetzt vielleicht sofort heim, damit niemand was merkt. Und der fährt er los. Und da kracht's. Tötet da schon ein. Ja, da haben wir den perfekten. Ja. Sind die schon weg. Ich mach Leistung, ja. Als junger Mensch gesehen hat, als Verfassungsrechtslehrer an der Universität, wie weit eigentlich die Verfassungswirklichkeit mit der Realität in Österreich und der geschriebenen Verfassung nicht im Einklang steht. Und ich habe gesagt, da gehört was gemacht. Kritik alleine ist zu wenig. Ich versuche, dieses politische System zu reformieren. Und es ist einiges, glaube ich, gelungen. Denn am 3. Oktober ist dieses System zu Ende gegangen und es wird zweifelsohne offener und normaler werden. Er sagt, er ist der nette Jörg Haider. Wie würden Sie ihn denn definieren? Also ich würde Jörg Haider so definieren, wenn man ihn so gegenüber sitzt, ist er einer der sympathischsten Menschen, die mir beim 76-jährigen Leben je begegnet sind. Nein, das sagt der Mann heute hier hin. Aber, das kommt in Arbeit, aber die Haider-Klientel, der Pferdefuß kommt jetzt. Also ich will jetzt mal meine Definition von Haider, möchte ich gerne geben, nach langem Überlegen, wie alles bei mir eine lange Inkubationszeit haben muss. Und Sie haben den Katalog dessen, was ihm angelastet wird, ja schon aufgeführt. Er war Nazi oder ist er Nazi, ist er Rechtspopulist, ist er Fremdenfeind, ist er und alles, was so dazu gekommen. Ja? Von all dem. Noch keine Website? Erstelle dir einfach selbst eine. Mit Wix kannst du dir deine eigene professionelle Website erstellen. Das, was meines Erachtens auch in der ganzen Finanzkrise übersehen wird, ist, dass ja in Wirklichkeit die Banken, ob jetzt europaweit oder weltweit, eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Es ist zwar schön, als wenn der Herr Wolterer mit dem deutschen Finanzminister telefoniert, aber dann sollte er ihn vielleicht einmal fragen, welche Rolle die Deutsche Bank gespielt hat. Die Deutsche Bank hat seinen Zeitpunkt
wo schon klar war, dass es faule Kredite gut verpackt von Europa, von Amerika nach Europa gegeben hat, hat die Deutsche Bank noch diese Produkte in den österreichischen Banken und Versicherungen verkauft und hat zu diesem Zeitpunkt bereits Wetten auf Verlust abgeschlossen. Es wird auch massive Prozesse in Deutschland jetzt nach sich ziehen. Jetzt frage ich mich, was können wir von denen lernen? Von denen können wir überhaupt nichts lernen. Ich halte nichts von neuen Institutionen in Europa, denn die haben in Wirklichkeit jetzt schon nicht funktioniert. Was wir brauchen, ist einmal eine wirkliche, europaweit eingeführte Spekulationssteuer, damit sozusagen die Geschwindigkeit des Geldes gebremst wird. Wenn du eine Tobin-Steuer oder Spartsteuer, wie immer sie auch im Deutschen Bundestag, in Belgien, in Frankreich bereits entwickelt worden ist, einführst, dann haben wir mindestens 20 bis 25 Milliarden Euro, die wir für die Bevölkerung haben. Und gleichzeitig aber tun wir was Gutes, um diese Spekulation einzubremsen. Punkt 2. Ich glaube, dass wir in unsere nationalstaatlichen Institutionen vertrauen sollen. Natürlich haben die auch nicht funktioniert, die FMA und so weiter. Aber die hat auch bei der BAWAG nicht funktioniert. Und der große Glaube des Herrn Faymann an die staatlichen Pensionen, da sage ich nur ÖGB-Pensionen, die haben die Leute alles verloren. Null für die Mitarbeiter, die haben sie auf alles verzichten müssen, also von Regen, Bank Austria, BAWAG, alles. Also da ist der Staat nicht wirklich rühmlich vertreten gewesen. Das ist eine öffentliche Institution. Ja. Ich glaube, ist ein privater Verein, der öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt. Ja, also der ist Sozialpartner, der ist Kollektivvertragspartner, der spielt quasi Nebenregierung. Also so kann man sich da nicht verabschieden und hat alle seine Mitarbeiter letztlich die Pension weggestrichen. Aber zurück zum Thema. Ich glaube also daher, dass diese Institutionen hier, die wir haben, Finanzmarktaufsicht, Österreichische Nationalbank, wesentlich schärfer vorgehen sollten. Das heißt, dass Produkte, die gehandelt werden in den österreichischen Banken und Versicherungen, vorher einer dezidierten Bewilligung brauchen. Die brauchen also nicht eine Moody's-Agentur, die immer wieder ein neues Rating verkauft. Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Indem man von Amerika weg sozusagen alles transportiert hat und heute will keiner verantwortlich sein. Ausgetragen wird es ja wieder auf dem kleinen Mann, weil der wird Arbeitsplätze verlieren, der wird also sein Einkommen verlieren. Die großen Herren sind sicherlich nicht gestraft. Ja? Und das ist der Punkt. Und deshalb habe ich auch gesagt, alle sind dabei. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche Bank und die Landesbanken in Deutschland, alle, Sonderzahl. In Österreich ist es die große Raiffeisenbank, die dabei ist, also das ist schon einmal ein ziemlich großer Bereich. Dann ist es die Bank Austria. Das stimmt schon, ich habe zugehört bei euch. Ich ziehe nur eine kurze Bilanz. Und ich möchte nur eines noch sagen, auch zu diesen Volksabstimmungsgeschichten dann. Deshalb bin ich wirklich für nationalstaatliche Lösungen, denn das, was Sie vorhaben, ist in Wirklichkeit bereits die Anerkennung, dass es sowas wie einen Zentralstaat Europa gibt. Und das wollen wir nicht. Ich will mein Österreich haben. Egal. Ja, in was? Sagen, der passt auf, dass nicht eine ungezügelte Zuwanderung stattfindet, das wäre auch zu unserem Nachteil, denn dann gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Wir haben etwa in Wien überdurchschnittlich viele Ausländer, mehr als jede europäische Hauptstadt, und Sie wissen alle ganz genau, dass vor allem die, die weniger qualifizierte Ausbildung haben, durch die Zuwanderung von Billigarbeitskräften verdrängt wird. Sie würden leider auch denen entschieden begegnen, die Stimmung gegen Ausländer in Österreich machen. Absolut, weil ich glaube, dass wir ein Interesse in einem friedlichen Zusammenleben haben müssen. Sie würden sich daran in einem Jahr messen lassen? Sehr gerne. Sie sagen, Sie wollen Controlling in dieser Regierung, hat gestern auch Herr Schüssel gesagt. Sehr gerne. Ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich glaube, da ruft dass man Frau schon eine Ausländerpolitik ich komme auch machen heim, kann, Schatz. Ohne dabei ausländerfeindlich zu sein. Herr Haider, Sie wollen Volkesstimme mehr in die Regierungsarbeit, in die Politik mit einbeziehen. Wobei konkret? Ja, um etwa die verschiedenen sozialen Probleme, die die Menschen haben.
Wir wissen ganz genau, dass es in Österreich etwa einen überdimensionierten sozialen Wohnbau gibt, der im Besitz von zwei Parteien ist, Rot und Schwarz. Das ist jahrzehntelang so gespielt worden. Diese Wohnungen sind hoffnungslos überteuert. Wir werden, und das haben wir im Regierungsprogramm vorgesehen, ein Mietensenkungsprogramm durchziehen, damit die Menschen, die es ohne dies ein bisschen schwerer haben oder die für mehrere Kinder zu sorgen haben, billigere Mieten monatlich haben werden. Das ist für uns ein sozialer Aspekt, der ganz wichtig ist. Wir werden die Liberalisierung des Strommarktes vorantreiben, damit die kleinen Gewerbebetriebe wie auch die Familie weniger Stromkosten haben. Darüber sollen alle mit abstimmen können. Ich frage nochmal, es ging ja um die Beteiligung. Beteiligung haben wir auch vorgesehen. Wir haben also ein Reformprogramm, das heißt, dass wir Volksbegehren so gestalten wollen, dass dann, wenn 15% der wahlberechtigten Bevölkerung einem Volksbegehren die Unterstützung gibt, dann muss zwingend eine Volksabstimmung folgen. Das heißt, das ist dann eine geheime Wahl über ein Anliegen, das dann die Regierung umzusetzen hat. Das heißt, die Referendumsdemokratie, ein bisschen nach Schweizer Muster, würde dann in Österreich dazu führen, dass die Menschen wissen, wenn sie ein berechtigtes Anliegen, wo viele Menschen dahinter stehen, durchsetzen, dann haben sie auch Erfolgschancen. Herr Heider, Sie haben gesagt, diese 27% Wählerstimmen, die wir in der FPÖ haben, die bedeuten, dass wir Politik für alle, ich zitiere, braven, anständigen und fleißigen Österreicher zu machen haben. Das ist natürlich eine sehr gewagte Formulierung, denn das hieße 73% sind eher weniger anständig. Heider, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse und auf Wiederschauen bei Farbe bekennen. Ich darf einmal sagen, ich bin eigentlich nicht bei dieser Veranstaltung richtig, weil in Jörg Heider mit Armin Wolf. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Sommergespräch Nummer 2. Ich werde die nächsten 50 Minuten hier im Studio vor etwa 70 Gästen mit Dr. Jörg Heider sprechen, seit 4 Monaten Parteiobmann einer Partei, die es letzten Sommer noch gar nicht gegeben hat. Guten Abend, Herr Heider. Herr Heider, niemand, kein österreichischer Politiker hat so viele Sommergespräche absolviert wie Sie. 13 waren es von 1987 bis 1999. Haben Sie die letzten 5 Jahre solche Entzugserscheinungen gehabt, dass Sie jetzt wieder Parteiobmann werden mussten? Offenbar. Und nachdem der ORF ein Quotenproblem hat, braucht er mich wieder, damit die Quoten hinaufgehen. Na, schön, wenn viele zuschauen heute. Es haben auch schon am Dienstag bei Herrn Strache viele zugeschaut, das freut Sie vielleicht weniger. Oh ja, mir freut das sehr sogar. Gut, uns auch im Ernst. Als Sie im Februar 2000 als FPÖ-Chef zurückgetreten sind, haben Sie das damals begründet mit der Doppelbelastung als Parteiobmann und Landeshauptmann. Wörtlich haben Sie gesagt, das würde jeden Bürger überfordern. Jetzt sind Sie noch immer Landeshauptmann und wieder Parteiobmann, nicht mehr überfordert. Es gibt außergewöhnliche Situationen, denn im Jahre 2000 war es tatsächlich so, dass wir eine sehr große Partei geworden sind. Das heißt, wir waren die zweitgrößte Partei und sind gleichzeitig das erste Mal in eine Bundesregierung als gleichwertiger Partner eingetreten. Und ich bin also einige Monate vorher zum Landeshauptmann gewählt worden. Und sozusagen in dieser Einarbeitungsphase auf allen Ebenen wäre das sicherlich für eine einzige Person also zu viel gewesen. Und das war auch meine Einschätzung, war auch richtig. Aber Ihre neue Partei hat ja praktisch keine Struktur, keinen Apparat im Gegensatz zur alten FPÖ. Also eigentlich müsste die Belastung ja jetzt viel größer sein. In der Regierung sind Sie noch immer. Eigentlich nicht, denn viele Funktionäre sind nicht immer eine Entlastung, oft eine Belastung. Daher wollen wir eher eine Wählerbewegung sein und uns auch mit der Entwicklung der Organisationsstruktur ein bisschen Zeit lassen, denn es geht ja darum, unsere große Bewährungsprobe bei der Nationalratswahl 2006 zu machen. Wenn Sie sagen, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, sind Sie immer der Sisyphus der Freiheitlichen, der immer wieder den Stein auf den Berg hinaufholen muss? Ich habe das einmal so als Sisyphus bezeichnet, um vielleicht nicht mehr Sisyphus zu sein, dass der Stein auch dann einmal oben bleibt. Da war ja rauschig. Ich habe das DZÖ gegründet, um all jene, die mehr oder weniger positive, zukunftsorientierte Menschen sind, aber nicht rot und nicht schwarz sein wollen in Österreich und irgendwo diese freiheitliche, soziale, demokratische Gemeinschaft suchen, ansprechen zu können. Denn jeder weiß, dass in der Zeit, wo ich Obmann war, wir sehr viele Wähler von anderen Parteien gewonnen haben, die in der Zwischenzeit aber wieder zu einem großen Teil verloren gegangen sind. Oder diese Wähler, die eigentlich einmal Vertrauen auch in die Politik von mir gehabt haben, wieder zu mobilisieren mit einer vielleicht positiven, zukunftsorientierten Bewegung, weil ich glaube, dass zurzeit die Parteien
insgesamt ein Problem haben, dass die Leute sagen, wofür seid ihr eigentlich noch da und seid ihr noch in der Lage, unsere Lebensinteressen wirklich zu organisieren. Daher dieses Signal in Richtung Zukunft. Wir denken zu wenig in Richtung Zukunft und tun zu viel mit der Vergangenheit herum. Aber was soll jetzt eigentlich anders sein, wenn Sie sagen, während Sie nicht mehr bei Dermann waren, haben die Freiheitlichen viele Wähler verloren. Sie machen das ja jetzt mit einem Großteil der Leute, die genau in der Zeit die Wähler verloren haben. Na, das glaube ich nicht, sondern sind sehr viele neu dabei. Gorbach war ein sehr, sehr erfolgreicher Landespolitiker, der relativ spät jetzt in die Regierung eingestiegen ist. Ja, das ist doch schon einige Zeit. Ja, aber Hubert Gorbach ist sicherlich einer, der auch gezeigt hat, dass er Wahlen gewinnen kann. Und jetzt geht es also eigentlich darum, dass wir harmonisiert wieder auftreten. Unser Problem war ja in Wirklichkeit, dass es einen Teil gegeben hat, der gesagt hat, naja, eigentlich die Regierungslast und die Verantwortung, die passt uns ja gar nicht, sondern wir wollen eher Opposition machen. Und in diesem Zwiespalt haben wir einander selbst widersprochen im Innenleben. Und wenn man seine eigene Ware letztlich selbst schlecht macht, dann wird der Wähler nicht verstehen, warum er uns wählen soll, warum wir eine gute Politik machen. Aber das Problem ist doch, dass die Leute, von denen Sie sich da jetzt getrennt haben, Stadler, Mölzer, das waren über viele Jahre Ihre engsten Mitarbeiter. Stadler haben Sie zum Clubobmann gemacht, Mölzer war viele Jahre Ihr persönlicher Berater. Und plötzlich machen die alles falsch. Na, das sage ich ja gar nicht. Darum werden Sie ja von mir nie etwas Schlechtes über meine ehemaligen Weggeführten und Freunde in der FPÖ hören. Das ist ja zum Unterschied von denen, weil ich sage, ich möchte Ihnen keine Steine nachschmeißen. Wir haben halt unsere Wege, haben sich halt getrennt und jetzt kann jeder auf seiner Ebene versuchen, wir sollten das auch tun und jeder sollte sich darauf konzentrieren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Kollegen in der alten FPÖ sich so ein bisschen verhalten wie die Heidi Schmidt seinerzeit. Die haben nur ein Thema und das heißt Jörg Haider und den Jörg Haider attackieren und schlecht machen. Jetzt haben Sie ja schon ganz lang mit der Parteispaltung gedroht, das erste Mal ja schon in den 90er Jahren. Und dann in den Wochen, bevor es im April passiert ist, tatsächlich immer wieder Interviews gegeben, fast alle Wochen. Und dann haben Sie sich getroffen mit dem Heinz-Christian Strache am 21. März und haben mit ihm diese Vereinbarung unterschrieben. Und in dieser Vereinbarung steht, alle Aktivitäten auf eine Abspaltung einer Gruppierung von der FPÖ, auf eine Spaltung der Partei oder ihre Übernahme sind gegenstandslos. Jörg Haider und Heinz-Christian Strache sind bereit, die Partei gemeinsam zu führen. 14 Tage später könnten Sie das BZÖ. Jörg Haider ist nicht parteifähig. Ja, das sagt vielleicht die andere Seite. Wir haben also Thomas Prinzmann sagt, Jörg Haider hat keine Entscheidung. Das ist sein Problem. Die mit mir 30 Jahre zusammengearbeitet haben, wissen es. Und auch meine politischen Partner, ob in einer Koalitionsregierung, auf Bundesebene oder Landesebene, wissen alles, was ich ausmache, das hält. Daher war auch diese Vereinbarung als Entwurf für die Beratung in unseren Parteigremien gedacht. Das ist auch so bewusst ausgemacht worden. Und in der Zwischenzeit haben sich aber die Verhältnisse gravierend geändert, weil hier sehr bösartige Attacken auch wieder gegen meine Freunde gekommen sind und wir gesagt haben, unter diesen Bedingungen wollen wir das eigentlich gar nicht. Wir wären bereit gewesen zum Brückenschlag, aber da ist halt sozusagen irgendwann einmal die Luft raus. Heinz-Christian Strache sieht das natürlich ganz anders, ist ja auch normal. Jetzt aus dieser Fraktion ausgetreten, und das war ja auch damals der große springende Punkt, gibt es die Möglichkeit von einer Wahlpartei auszutreten und eine eigene Fraktion zu bilden? Das war nicht möglich. Das ist rechtlich nicht möglich, ist vom Verfassungsgerichtshof nur deshalb nicht prüfbar gewesen, weil sich auch in der Zwischenzeit herausgestellt hat, der Parlamentspräsident bei den Anordnungen, die er im eigenen Haus trifft, nicht überprüfbar ist. Nehmende Kompetenz, das österreichische Volk hat mit zwei Dritteln Mehrheit das ohnehin entschieden. Und ich möchte das nur deswegen so deutlich anführen, damit das nicht um den Euro wieder passiert. Weil dort kann man natürlich Ängste schüren, indem man wieder besseres Wissens falsch informiert. Und jetzt gehe ich davon aus, dass Sie so oft in Amerika sind und die Vorteile einer einheitlichen Währung in Amerika gegenüber der Vielzahl der Währungen in Europa doch kennengelernt haben. Dann bitte vertreten Sie in Wahrung der Interessen Österreichs diesen Standpunkt auch in unserem Land. Da wird es überhaupt kein Problem geben in dieser Frage, denn der Herr Präsident Batzler hat ja selbst ein Buch geschrieben. Wo er selbst ganz massiv den Maastricht-Vertrag kritisiert. Es gibt also in Deutschland eine aktive Diskussion zur Revision des Maastricht-Vertrages, auch von Regierungsseiten. Und es gibt das, was wir gesagt haben, das ist also, glaube ich, das Entscheidende, was auch Gegenstand unserer Diskussion bei der letzten Wahl zum Europaparlament war,
nämlich die Neuverhandlung des Mitgliedsbeitrages Österreichs. Das war unser Punkt. Und den halte ich für sehr aktuell. Das halte ich für sehr aktuell. Lesen Sie bitte unser Wahlprogramm. Ich habe das, das nicht am Zug gesehen, im Flugzeug. Also, da steht drin, Neuverhandlungen des Mitgliedsbeitrages, denn Österreich ist eines der kleinsten EU-Länder, zahlt aber den dritthöchsten Nettobeitrag. Und jetzt war unsere These, dass wir gesagt haben, man hat falsch verhandelt. Das hat also auch der Wirtschaftsminister vor laufender Kamera zugegeben, hat gesagt, wir haben zu viele Förderungsaktionen ausgehandelt, daher müssen wir zu viele Nettobeiträge zahlen können, das gar nicht in Anspruch nehmen. Jetzt geht der deutsche Finanzminister Weigel her und sagt, auch wir Deutschen wollen neu verhandeln. Jetzt frage ich mich wirklich, was ist da so unbillig an der Forderung der Freiheitlichen? Wenn man über das Geld neu verhandeln will, aber es heißt so, der Vertrag soll neu verhandeln. Nein, wir haben gesagt, eine Neuverhandlung der Mitgliedsbeiträge, weil die zu hoch ausgefallen sind. Das englische Beispiel der Margaret Thatcher belegt es. Die hat sich auf ihre Hinterfüße gestellt, ist nach Brüssel gefahren und hat ein Drittel der britischen Beitragslasten herunterverhandelt. Das will Weigel jetzt auch machen. Das erwarte ich von einer österreichischen Regierung auch, weil das Geld, was wir brauchen, brauche ich also bitte hier für Steuerreformen oder für Sanierungen. Aber Herr Hausmeister, es geht Ihnen ausschließlich um finanzielle Neuverhandlungen, nicht um inhaltliche Fragen, was Maastricht betrifft. Unterpunkt losgeworden. Wir glauben auch, dass das Maastricht ja in sich so unschlüssig ist, dass es sich weiterentwickeln muss, sonst gäbe es ja auch nicht die Regierungskonferenz, um Maastricht weiterzuentwickeln, denn es ist, aber wenn wir ehrlich sind, keine demokratische Verfassung für ein zukünftiges Europa. Ich habe mein Buch für alle Fälle mitgebracht, damit er keine Missverständnisse hat. Aber ich war ja gar nicht fertig mit meinem europäischen Einwand. Also Maastricht wollen Sie neu verhandeln wegen des Geldes, das will ich nicht jetzt kritisieren. Aber schauen Sie mal, ich lese, ich habe auch die Quelle mitgebracht. Sie wollen die Bauernbefreiung aus der Unfreiheit, die durch Brüssel diktiert wird. Sie reden von Schutzzöllen, Sie reden von Strafzöllen, Sie reden von einer wörtlich rigorosen Einwanderungsstopp. Das sind ein paar Sachen, die gehen nicht, wenn man Mitglied der EU ist. Entweder haben wir die Freizügigkeit, aber wenn ich jetzt ein Österreicher wäre, würde ich sagen, was will der? Einen rigorosen Einwanderungsstopp. Da kommt jetzt eine Firma, Sie beschreiben das immer, die mittelständischen, kommt einer, der sagt, ich möchte mit 100 Mann zu euch kommen, aus Kanada meinetwegen. Mache ganz moderne Sachen, aber das kann ich nur, wenn ich 12 oder 20 meiner besten Leute mitbringe. Wenn ich für die keine Einwanderung habe, komme ich mit dem Ganzen nicht. Das heißt, diese Forderung, das wissen Sie natürlich auch. Aber warum reden Sie dann? Entwecken die nicht Ängste? Sie erwecken Ihre Hoffnung. Ich spreche jetzt von den Positiven, die Sie nicht erfüllen können. Sie können nicht einen rigorosen Einwanderungsstopp machen. Sie können nicht Schutzzölle, Sie können nicht Strafzölle, Sie können nicht die Bauern befreien aus einer Diktatur und so weiter. Und wenn ich dann, ich will das, diese Zitate gar nicht lesen, ja. Das passt alles nicht. Aber wenn Sie sagen, die Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union sei taxfrei, so habe ich aufgeschrieben, die Repression ins Haus. Ja? Das sind Worte, ich will Sie nicht danach fragen. Ich frage nur nach den Punkten, wie das vereinbar ist mit der österreichischen Mitgliedschaft. Und das geht uns was an. Sie wollen Bundeskanzler werden, wenn Sie das schaffen, das haben wir nicht zu entscheiden. Dann sitzen Sie eines Tages mit unserem Bundeskanzler da und wenn Sie dann diese Liste haben, wird das nicht ganz angenehm werden, weder für Sie noch für uns. Deshalb würde ich gerne zu den Punkten, die ich jetzt genannt habe, für Klarheit haben. Ich bin auch nicht in die Politik gegangen, damit es die anderen angenehm haben, sondern damit ich österreichische Interessen vertrete. Das beginnt also schon mit der Frage des rigorosen Einwanderungsstopps. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Regierung Chirac einen rigorosen Einwanderungsstopp beschlossen hat. Also die Regierung Chirac gehört gewiss nicht zu jenen, die europafeindlich agieren. Und Sie haben das trotzdem auch auf parlamentarischer Ebene beschlossen. Also Sie können nicht mir was vorwerfen, was ohne dies heute in der EU schon üblich ist. Das zeigt ja nur, dass das Problem, ich habe Ihnen auch zugehört, dass das Problem der Einwanderungspolitik, so wie es unter dem Regime von Schengen versucht wird zu lösen, in Wirklichkeit nicht funktioniert. Sonst hätten die Franzosen nicht plötzlich wieder Binnengrenzen errichtet, weil sie sagen, wir haben Angst vor einer schlechten Suchtgifterüberwachung durch die Holländer. Daher wollen wir unsere Grenzen hier dicht machen und vieles andere mehr. Daher würde es auch einem österreichischen Politiker gestattet sein, zu sagen, ich muss die Interessen meines Landes lenken. Punkt 1. Punkt 2. Die Frage von Schutzzöllen. Sie wissen ganz genau, dass man einen Welthandel nur dann wirklich erfolgreich praktizieren kann, wenn es annähernd Wettbewerbsgleichheit gibt. Aber wir sind doch heute mit dem Phänomen konfrontiert, dass aus Drittländern Produkte importiert werden, die unter sozialen und ökologischen Bedingungen entstanden sind, die bei
In Kärnten herrscht heute tiefe Betroffenheit und Trauer über den Tod Haiders. Am Abend besucht Haider ein Lokal in Velten. Dies sind die letzten Bilder des Kärntner Landeshauptmanns. Dann macht er sich auf den Heimweg. Südlich von Klagenfurt bei Lambichl kommt es dann kurz nach 1 Uhr früh zu dem Unfall. Haider fährt selbst und überholt ein Auto. Nach dem Überholen kommt er ins Schleudern, er rammt mehrere Verkehrsschilder, gerät mit dem Vorderrad auf eine Böschung und kracht schließlich gegen einen Betonpfeiler und gegen einen Hydranten. Das Auto überschlägt sich mehrfach, erst nach 36 Metern kommt es quer zur Fahrbahn zum Stehen. Dr. Haider erlitt schwerste Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und an den angeführten Objekten ebenfalls schwerer Sachschaden. Die gesamte Unfallspur zieht sich über 150 Meter. Noch unklar ist, warum es zu dem Unfall gekommen ist, untersucht wird, ob Haider zu schnell unterwegs war. Bei der Unfallstelle gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Die Verletzungen waren jedenfalls zu schwer, die Ärzte können nicht mehr helfen. Der Landeshauptmann war zu diesem Zeitpunkt angeschnallt und musste dann aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde, nachdem noch der Hauch einer Überlebenschance bestanden hat, zu diesem Zeitpunkt ins LK Klagenfurt gebracht werden. Dort ist er allerdings dann tot eingetroffen. Nun wird der Leichnam obduziert. Hier könnte es noch heute Nacht erste Ergebnisse geben. Das Unfallauto, ein VW Phaeton, wurde mittlerweile beschlagnahmt und wird voraussichtlich bis morgen von einem Sachverständigen untersucht. Auch wenn es an der menschlichen Tragödie nichts ändert, die Untersuchung des Unfallherganges brachte heute zwei bemerkenswerte Erkenntnisse. Erstens war Jörg Haider sofort tot und ist nicht, wie die Ärzte gestern meinten, auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Und zweitens war er viel zu schnell unterwegs. km/h erlaubt waren 70. In Kärnten war heute am Tag danach ein Trauertag. Unzählige Menschen sind auch heute zur Unfallstelle und zur Kärntner Landesregierung gepilgert. Es ist einer von den Christen gewesen, von uns. Und ich glaube, das muss man. Ah, danke so. Das war mir auch wichtig, dass sie herkommen und vielleicht da ein bisschen die Unfassbarkeit erwarten kann. Die Unfallursache ist mittlerweile geklärt. Jörg Haider war mit 142 km/h viel zu schnell unterwegs. Es ist letztendlich menschliches Versagen gewesen, kein technisches Gebrechen oder sonstige Anhaltspunkte für einen Sabotageakt. An jener Stelle, an der Haider mit seinem Wagen ins Schleudern geriet, gilt Tempolimit 70, wenige Meter weiter sind nur mehr 50 km/h erlaubt. Laut dem Obduktionsbericht hatte Haider keine Überlebenschance, er sei auf der Stelle tot gewesen. Zur Stunde findet im Klagenfurter Dom ein Trauergottesdienst für Jörg Haider statt. Punkt der Trauerreden. 30.000 Trauergäste bei der Verabschiedung von Jörg Haider, unter den Ehrengästen auch Bundespräsident Heinz Fischer. Mildes Herbstwetter mit Temperaturen bis 16 Grad. 19 Uhr, guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kärnten heute. Es war Jörg Haiders letzter Weg und Zehntausende haben ihn dabei begleitet. Der vor einer Woche tödlich verunglückte Landeshauptmann ist heute in der Klagenfurter Innenstadt feierlich verabschiedet worden. Zu der Trauerfeier auf dem neuen Platz sind zahlreiche Staats- und Ehrengäste gekommen. Noch vor Beginn der Trauerfeiern haben sie am Sarg von Jörg Haider, der im Wappensaal aufgebahrt war, persönlich von ihm Abschied genommen. Die Landeshauptleute aus den anderen Bundesländern erweisen Jörg Haider die letzte Ehre. Der Reihe nach treten sie vor den Sarg im Wappensaal, halten inne. Kurz vor 11 wird der Sarg dann über die Nordtreppe in den Landhaushof getragen und auf die Lafette gehoben. Daneben die Familie Jörg Haiders Ehefrau Claudia, die Töchter Ulrike und Cornelia, Schwester und Mutter des Landeshauptmannes. Die Feier wird von Offizieren des Bundesheeres begleitet. Militärseelsorger Emanuel Longin nimmt die Einsegnung vor. Der Trauerzug bewegt sich Richtung Neuer Platz, Bundespräsident Heinz Fischer an der Spitze der politischen Vertreter. Hunderte Sänger bilden einen Chor.
erster Trauerredner Teddy Intal, Bergkamerad des verstorbenen Landeshauptmannes. Der Abschied fällt zu schwer. Allein das Wiedersehen wird eine Freude. Als Freund der Familie Haider spricht dann der ehemalige Justizminister Dieter Böhmdorfer. Es geht eine Welle der Trauer und der Anteilnahme durch das Land, die Österreich meines Wissens bisher in dieser Form und in dieser Intensität nicht gekannt hat. Die trauernden Bürger nehmen 2 bis 3 Stunden Wartezeit in Kauf, um zu den Kondolenzbüchern vordringen zu können. Die Trauer ist berührend, sie kommt von Herzen und sie ist echt und ehrlich. Sichtlich bewegt Klagenfurts Bürgermeister Harald Scheucher. Seht, welch ein Politiker, seht, welch ein Freund und letztlich das Wichtigste, seht, welch ein Mensch. Lieber Jörg, du bist nicht mehr da, wo du warst. Wo immer du auch bist, schau auf dein Land. Du hast es uns versprochen. Du bleibst unvergessen. Aufstellung genommen haben neben Ehrengästen auch Sänger und Blasmusiker sowie Fahnenträger und Abordnungen der Traditionsverbände. Der designierte BZÖ-Obmann Uwe Scheuch. Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Kärntnerinnen und Kärntner, liebe Menschen quer durchs Land, tragen Sie diese Geschichte im Herzen. Vergessen Sie sie nie. Erzählen Sie sie weiter. Für das Land Kärnten Haiders Nachfolger, der geschäftsführende Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Jörg Haider hat auch und ganz besonders den Süden in Kärnten sehr geliebt. Und es war immer auch eine Vision und das war eine Gemeinsamkeit, die uns auch sehr verbunden hat. Es muss so sein, dass es nicht 2 Landesteile gibt. Es muss so sein, dass auch der Süden in Kärnten, wie die Zentren in Kärnten, Chancen für Menschen haben. Polarisierung und Verbundenheit spricht für die Landeshauptleute Herbert Sausgruber an. Viel für uns getan hat. Unter den tausenden Menschen entlang der Straßen waren auch viele aus den Nachbarländern, die Jörg Haider die letzte Ehre erweisen wollten. Ich bin gekommen, um diesen Mann zu ehren, der auch viel für unsere Region getan hat. Und auch die ausländischen Medien sind mit eigenen Übertragungswagen nach Klagenfurt gekommen und berichten live von der Trauerzeremonie. Während der Feierlichkeiten war die Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt. Sarg mit dem toten Landeshauptmann auf dem Weg aus der Stadt noch einmal am Regierungsgebäude vorüberfahren. Einer der Konfrontation. Sein Maß